willkommen zu einem neuen Video. Einen wunderschönen guten Morgen, Leute. Wir befinden uns in unserem Sommerurlaub in Frankreich. Wir sind 3 Wochen lang unterwegs. Wir sind Yannick und Katja übrigens, wer es noch nicht kennt. Für mich geht es heute in einen Bikepark in Digne-les-Bains. Und die Katja schmeiße ich gleich raus für ihre Wanderung. Genau, erzähle ich gleich noch mehr zu. Wir sind echt wieder auf dem letzten Drücker. Der Yannick hat ab 9.30 Uhr seinen Shuttle quasi gebucht. Und deswegen sehen wir jetzt zu, dass wir schnell in die Stadt kommen und dass wir beide pünktlich loslegen können. Also dann bis gleich. Wir sind soeben an dem Rauspunkt. Ach, mein Gehirn schläft noch. Wir sind soeben an dem Rauswerfpunkt für Katja angekommen. Wunderschöner Kreisel, mitten im Dorf. Ich habe noch gar keine Ahnung, wo ich lang muss. Ich sortiere mich gleich erstmal in Ruhe. Und wie viele Tonnen wiegt der Rucksack? Viele. Alle unsere Erdsachen drin. Ich habe mich geopfert. Auf dem Fahrrad eher schlecht. Das stimmt. Ich bin auch viel zu warm angezogen. Kannst dich ja später entkleiden. Ja. Adios. Viel Spaß. Tschüss. Verlauf dich nicht. Fahr vorsichtig. Ja. Tschüss. Oh Mann, kranke Fake News. Wir waren doch ein bisschen zu früh. Also nichts mit zu spät aufgestanden und so weiter. Jetzt hat hier der Evo Bike Park noch geschlossen. Ich stehe jetzt vor den Eingangstoren hier. Die haben noch eine Schranke zu. Die machen tatsächlich erst um 9.30 Uhr auf. Ich dachte, hier kann man schon ein bisschen eher hin. Naja, habe ich wieder falsch gedacht und unnötig Stress verbreitet heute Morgen. Sorry, Katja. Da steht noch einer, der zu früh ist. Ist unter den Bikern vielleicht so üblich. Ist unter euch eigentlich auch ein Mountainbiker? Schreibt es mal in die Kommentare bitte. Meine Wanderung startet eigentlich genau in der Stadt. War jetzt ein bisschen schwierig, den Startpunkt zu finden. Das ist hier genau zwischen so Häusern, wo auch relativ privat aussah. Da stand ein Schild mit irgendwas verboten. Hab's gerade nachgelesen. Heißt nur, dass man mit dem Auto nicht reinfahren soll. Also es scheint hier der richtige Weg zu sein. Gut, dass ich gerade noch die Offline-Karte runtergeladen habe, weil ich habe jetzt schon null Internet. Deswegen wäre es ein bisschen schwierig geworden, glaube ich, den Weg so zu finden. Geplant ist eine Wanderung zu 3 Kapellen. Das sind, glaube ich, nur so 5 Kilometer. Ich muss aber ja dann noch zum Bikepark laufen, sodass ich insgesamt wahrscheinlich so auf 10 Kilometer kommen werde. Aktuell ist es schön bewölkt, also optimales Wanderwetter und ich gucke einfach mal, wie weit ich komme. Die ersten Höhenmeter sind geschafft. Hab schon einen ganz netten Blick über die Stadt und da wartet jetzt die erste Kapelle. Ja, warm ist es, aber die Sonne ist zum Glück immer noch nicht draußen und die Höhenmeter direkt am Anfang haben es in sich. Das war jetzt schon mal die Chapelle de Lourdes. Ja, ganz nett, schön anzugucken und jetzt geht es aber weiter zur Saint-Vincent und La Croix. Und dann geht die Wanderung noch weiter und schließt noch ein Stück da im Wald an. Ja, da gehe ich glaube ich jetzt einfach noch hin, die 1,2 Kilometer und dann mache ich da ganz oben meine Frühstückspause. So der aktuelle Plan. Kapelle Nummer 2 ist da irgendwo zu sehen. Was wäre was für ein Yannick hier gewesen? So ein bisschen Lost Place mäßig. Kann man auch ein bisschen reingehen. Ich werde jetzt mal einmal durchspazieren. Mal gucken, was mich da erwartet. Und dann suche ich mir ein schönes Plätzchen zum Sitzen. Wir erreichen die 3. und letzte Kapelle. Das ist die Kapelle La Croix. Wir sind hier auf 870 Metern Höhe, das heißt knapp 300 Höhenmeter habe ich jetzt gemacht. Ja, Ausblick ist sehr, sehr schön, obwohl von der anderen Kapelle fast der Ausblick noch besser war, weil man da wirklich einen Rundumblick hatte. Und jetzt geht der Rundweg wieder zurück in den Wald rein. Hier sind auch viele Schattenstellen, also genau das Richtige für eine Wanderung. Auf jeden Fall ein sehr empfehlenswerter Wanderweg hier, schöne Aussichten. Und sehr, sehr gut ausgeschildert vor allen Dingen. Also ist überall mit einem gelben Wegpfeiler markiert oder mit so einem gelben Balken und auch immer mit Entfernungen und so weiter. Und ist auch was, was man gut alleine wandern kann.
weil es halt so gut ausgeschildert ist. Eine Ewigkeit später. Ich bin beim Yannick eingetroffen, war noch in der Stadt Panini essen und habe mich dann auf den Weg hierher gemacht. Da war eher weniger Schatten, das war ein relativ langer Weg an der Straße entlang. Der Yannick ist gerade noch am Rumschrauben. Hallo. Und dann macht er sich jetzt gleich nochmal auf den Weg. Nochmal eine Strecke, die du schon gefahren bist, oder? Ja, ich fahre nur das, was ich schon gefahren bin. Okay. Also und dann schön. Geht die GoPro auch mal mit. Ja. Bis und jetzt. Bisher ist noch alles heile. Bislang ist noch alles ganz, ja. Sehr gut. Alles wunderbar funktioniert. Ich mache gerade nur einmal ein bisschen den Vorbau etwas höher, weil ich das Gefühl habe, dass ich vorne ein bisschen tief drin hänge. Ansonsten ist alles gut. Cool. Dann gehen wir gleich mal eine blaue fahren, die Anfänger-Dinge. Also die Strecken sind ja egal, ich erzähl's später, wenn ich oben bin, sonst muss ich jetzt so weit ausschweifen. Kurzer Stopp an der Stelle, Leute. Ich habe euch ein Timestamp unten in der Zeitleiste markiert, quasi ein Kapitel auf Minute 16 und 44 Sekunden. Falls euch das mit dem Biken nicht so zusagen sollte, könnt ihr direkt dorthin springen. Okay. So Leute, so sieht es hier oben aus. Das sind die verschiedenen Einstiege in die Strecken. Insgesamt gibt es 9, 10 Strecken. Sind natürlich auch unterschiedlich schwer. Von blau bis schwarz. Ja, und wir befinden uns jetzt auf einer blauen. Ich glaube, die heißt Blue Wave. Und die fahren wir jetzt mal komplett bis nach unten. Das ist blau, jo. Krank. Aber mehr wie rot fahre ich hier auch nicht. Schwarz bin ich nicht einmal gefahren heute. Ah ne, Dirty Wave heißt die. Dirty Wave. Uns wieder richten. Okay. Natürlich alles springen, ne? Wenn man es drauf hat. Weil macht extrem viel Laune. Bremsen. Anstrengend. Seht ihr überhaupt was? Uiuiui. Ist anstrengend. Wahrscheinlich ein bisschen zu viel nach unten geguckt, ha? Egal. Oh, Fahrt. Dirty Wind. Thank you.
Junge, Junge. Die ist schnell, die Strecke. Hier ist eine rote. Bleiben wir auf der blauen. Da sind wir wieder am Auto. Jetzt fahren wir die rote Whippet. Eine Schwierigkeitsstufe darüber. Da werdet ihr sehen, dass ich noch lange nicht jeden Sprung bekommen werde. Voll auf die Kante. Alter. Der passte. Ja, so wird es nichts. Wir warten kurz. Oh, wieder auf die Kante. Hat gepasst. Ja, auch. Nice. Oh. Was war es? Sweet! Jetzt geht's wieder los. Leichter Gegenwind. What's in? Jawohl. Das erste Mal, dass ich den geschafft habe. Aber anstrengend. Das ist jetzt gut. Ah, jetzt sind wir wieder zu langsam. Ich müsste vielleicht mal reintreten. Merci. Guck mal, ob ihr noch da seid. Filmt noch? Filmt noch. Das war die Felge. War die Felge vorne. Ach du Scheiße. Ja,
Wirtschaft. Oh, das erste Mal. Geil. Das war's. Oh, ich übergebe an Katotz. Hallo. Und? Übelst anstrengend. Seid ihr gut? Ja. Und jetzt ist alleine fahren angesagt. Da ist er wieder. Fertig. Also frühzeitiger Abbruch aufgrund von konditionellem Mangel, wie auch immer. Mega Bock gemacht heute. Habt ihr jetzt gesehen, die zwei Abfahrten, die ich mit reingebracht habe ins Video. Ich würde jetzt noch kurz erklären, wie es hier so abläuft in dem Bikepark. Also man bucht sich online ein Ticket auf der Seite hier, Evo Bikepark Gedöns. Halbtag oder Tagesticket ist scheißegal. In meinem Fall Tagesticket hat jetzt 35 Euro gekostet. Dann geht man hier hin mit seinem Handy, hat so einen QR-Code drauf, dann scannt ihr das ab und dann kriegst du hier so ein Fähnchen für deinen Lenker. Und dann bist du berechtigt, hier dieses Dieseltaxi zu benutzen. Da wirst du dann hochgekarrt auf den Berg und von dort aus hast du dann die Möglichkeit runterzufahren. Und die Strecken, die ich jetzt gefahren bin, waren ungefähr, ich schätze mal, 2,5 Kilometer lang. Wie lange hat es gedauert, bis man unten ist? Weiß ich nicht, 10 Minuten. Viertelstunde, bis man unten ist. Und genauso lang dauert es halt auch hoch mit dem Shuttle. Ungefähr 20 Minuten oder was. Und alle halbe Stunde fährt so ein Taxi. Und das passt eigentlich ganz gut. Wenn man gerade oben ist, fährt man runter, chillt noch unten kurz. Und dann kommt das Taxi wieder runtergefahren vom Berg, sammelt dich wieder ein, fährt dich wieder hoch. Und das ist schon die ganze Kunst. Boah, ich bin wirklich voll gemolken. Ne? Weißt du, worauf ich Lust habe? Richtig durch. Worauf hast du Lust? Auf ein Eis. Ein Eis. Fahren wir gleich noch bestimmt an einem Supermarkt vorbei. Ja. Können wir uns so einen Pott gönnen? Ja. Oh, ich muss hier erstmal raus. Darauf hat es spekuliert. Klebt und schwitzt. Quatschnass, ne? Ja. Die Sachen stinken, die müssen daheim erstmal in die Wäsche. Na, vielleicht gibt es noch einen Bikeparktag in diesem Urlaub, wer weiß. Dann müssen die anderen Leute den Gestank ertragen. Ich war schon ziemlich weit vorne, was das angeht, in dem Taxi. Ich habe mich auch selber gerochen. Boah, die Knieschoner, mein lieber Mann. Es stinkt. Okay, dann räumen wir jetzt hier eben zusammen alles, unseren Kladderadatsch. Und dann geht's ab Richtung Fluss. Cool? Böp, wo ist er? Böp, 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 blalalop. Wir sind wieder an dem wunderschönen Platz gelandet von heute Morgen. Und aus dem letzten Video. Ich bin jetzt mal ein bisschen anders. Die Katja ist auch da. Hallo! Hallo! Unser wunderschönen Blick auf den Fluss. Ich richte jetzt mal direkt wieder hier Campingstühle und Campingtisch, wie sich das für echte Campers gehört. Jetzt haben wir hier alles schön drin. Katja hat ein super leckeres Eis gekauft. Ich gucke schon mal vor mit euch. Und lecker Orangina und Bier. Salted Caramel. Oh, Junge. 400 Gramm, das heißt 200 Gramm für jeden. Das ist unser Abendessen wahrscheinlich. Und danach gibt es ein Preis-Mini-Bier. Geschmack ist auch nicht so gut. Hätte man erwarten können, aber naja. Wie gut schmeckt es auf einer Skala von 1 bis 10? Ein 11. Das glaube ich. So habe ich mir unser Abendessen vorgestellt. Mehr gibt's auch nicht, weil danach ist Kotzübelsein angesagt. Ja. Ah. So geil. Das haben wir, als wir jetzt auf Mallorca waren, für ein paar Tage habe ich das Eis entdeckt. Salted Caramel. Habe ich schon gesagt. Ah. Wissen die alle schon. Hm. Das ist so irre. Mhm. Geil. Ja, jetzt sitzen wir wieder hier, ne? Geht ein schöner Tag zu Ende. Mhm. Ja, wirklich cool. Mhm. Morgen geht's weiter, oder? Ja, das müssen wir noch ausbaldobern. Wir wollten noch so ein bisschen Offroad fahren. Vielleicht noch mal eine Runde wandern gehen. Eventuell eine Runde Kanu fahren noch, je nachdem, ob es sich ergibt. Ja. Und dann stecken wir gleich mal die Köpfe zusammen und überlegen, was dabei rumkommt. Ja.
Alter, jo, man sieht uns. Cool, guck mal. Boah. Wir haben in ein Kameralicht investiert. Sieht man das? Ist cool, ne? Wahnsinn. Aber der Hintergrund ist nicht so hell. Nur wir. Ja, aber schick doch. Cool. Ja. So, Leute, wie ihr es seht, seht ihr nichts mehr gerade. Jetzt guckt ihr gerade Richtung Fluss. Alles dunkel. Und wie weit sind wir mit der Vorwärtsplanung? Bei null. Also wir lassen uns überraschen auf morgen vielleicht. Ja, ich habe ein paar Plätze rausgesucht. Ich gucke die ganze Zeit ins Licht, das ist falsch. Einfach nur unten drunter, ja. Ja, ich hatte mal ein paar Plätze rausgesucht. Ich hatte mir das irgendwie leichter vorgestellt, nochmal irgendwie einen Schlafplatz an einem See zu finden, um das Kanu auszupacken. Das gestaltet sich doch als sehr schwierig. Und jetzt habe ich ein paar Plätze rausgesucht, wo man wenigstens irgendwie am Fluss steht oder so, damit wir Wasser haben, weil es ja schon relativ warm jetzt auch ist. Aber ja, mal schauen, was sich jetzt morgen dann spontan ergibt. Und ja, jetzt heißt es erstmal Bettkarten lochen. Gutes Nächtle. Gute Nacht. Guten Morgen. Sonnenschein. Ich kann nicht singen. Warum bliebst du die ganze Zeit verborgen? Das darf doch gar nicht wahr sein. Das lass mal lieber, hä? Mit der Singerei. Ich schlaf noch. Katja schläft noch. Wir hatten eine richtig ruhige Nacht. War sehr warm allerdings in der Wohnkabine, fand ich, ne, zwischenzeitlich. Mhm. Wir haben mal kurz die Fenster aufgerissen. Ja, gestern Abend habe ich gefroren. Ja, stimmt, gestern Abend war es kalt, komischerweise. Da habe ich mir noch ein Handtuch aus der Box geholt und habe mich damit zugedeckt, weil mir so kalt war. Und heute Morgen war es arg warm. Aber wir haben auch saulange geschlafen, bis um 9. Mhm. War echt geil. Alle fertig von gestern. Haben auch beide Muskelkater, Janik im Arsch und ich in den Waden. Die Backen, die glühen hinten, das ist nicht normal. Ja. Jetzt gibt es erstmal gemütlich ein Frühstück und wir haben gerade schon geschaut, wo es jetzt hingeht. Und wir haben uns dazu entschieden, dass es wieder ein Stückchen weit doch Richtung Süden geht, also nicht Richtung Heimat, sondern wieder Richtung Verdun zurück. Da gibt es eine Ortschaft in den Bergen, die heißt Le Poil, und da gibt es eine Geländestrecke hin, also mehr oder weniger Geländestrecke. Schotterweg einfach. So ein bisschen Schotterweg, genau. Und da fließt auch ein Fluss und vielleicht finden wir da einen ganz coolen Stellplatz und können auch mal eine Runde spazieren gehen oder wandern gehen, je nachdem, wie das Gebiet da aussieht. Das wäre schön. Ja, der Plan ist, dass auch unsere Freunde dort wieder hinkommen. Jo, wir treffen heute wieder Lisa, Georg und Paulina. Genau. Und ja, zusammen offroaden. Ja. Ja, ist dann auch so ein bisschen so, man fährt sich entgegen und dann kann man von dort aus das Feld wieder Richtung Heimat aufrollen. Wir sind nun schon wieder auf dem Sprung. Du bist schon wieder fleißig am Zusammenpacken. Ja, fast fertig. Fast fertig? Fast fertig. Und was ist mit meinen Bike-Klamotten, die da noch hängen? Ja, die sind mir zu stinkig. Die packst du nicht an? Nee. Die habe ich über Nacht von gestern an quasi einmal hängen lassen. Vorne auf der Motorhaube stehen, glaube ich, noch die Schlappen rum. Ja, und da vorne hängt der Helm. Das muss ich jetzt auch noch eben alles wegpacken. Einmal wieder oben in die Box alles rein, das stinkige Zeug. Wohnkabine. Oh, die kann sich sehen lassen, oder? Schön aufgeräumt.
Wir schnorren uns gerade noch in dicken 20 Liter Wasser an einem öffentlichen Brunnen. Dauert etwas länger als erwartet. Katja, was sagst du zum Druck? Eine Ewigkeit später. Eine Ewigkeit später. Da pisse ich mehr. Du wahrscheinlich auch, ne? Ja. Voll, voll. Voll, voll. Zählen uns nur ein paar Liter Trinkwasser, ne? Ja. Andersrum. Kann man dir behilflich sein? Nö, alles einhand konzipiert hier. Dauert halt immer ein bisschen, bis man den Gurt da hinten durchgefrickelt hat. John Frickle! Ja dann. Let's go further. Einmal Wasser einsammeln und dann sind wir echt gespannt, wo es heute hingeht und ob der Platz verspricht, was er so im Internet vorgibt zu sein. Ne? Gucken wir mal. Sehen. Ja. In der Hoffnung, dass der Fluss fließt, haben wir natürlich Wasser mitgenommen. Ja, bei den Temperaturen kann man sich echt nicht drauf verlassen, dass der Fluss noch so fließt, wie man das jetzt auf Google Maps sieht. Deswegen lieber einmal zu viel Wasser eingesammelt, als einmal zu wenig. Wenn man es da ist, ist es schön und wenn nicht, dann haben wir wenigstens die zwei Kanister und können uns zwei Tage hinstellen. Jetzt müssen wir uns gleich nur zusammenreißen, dass wir uns nicht wieder so ein geiles Eis holen. Totes Directions? Wo fahren wir jetzt überhaupt hin? Weiß ich nicht. Ich habe auch gar keine Ahnung. Fahren wir ein paar Mal durch den Kreisel, bis dahin weiß ich's. Was ein Scheißdreck. Jetzt haben wir auch noch zu allem Überfluss eine Straßensperrung, genau auf der Strecke, die wir fahren wollen. Bis 17 Uhr. Das heißt, wir müssen jetzt noch 3,5 Stunden überbrücken. Ne? Wir könnten alternativ, also wir bräuchten jetzt ungefähr noch 1/2 Stunde bis zu dem Platz. Ne? Wir könnten jetzt auch komplett einmal einen Umweg fahren, rundherum. Das wird, glaube ich, 2,5 Stunden dauern oder so. Ne? Kann man besser warten. Da warten wir besser. Essen ein bisschen was. Decken mal den Tisch. Wir waren ja vorhin noch einkaufen. Ja, aber egal, wir haben ja Urlaub, ne? Ey, 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 ey. In Deutschland würde man sich wahrscheinlich komplett aufregen. Wäre man in seinem Alltag unterwegs. Mal eben so 2 Stunden Umweg fahren. Boah. Ja, das stimmt. Stell dir mal vor, du müsstest da irgendwo beruflich hin oder so. Zur Arbeit oder so? Ja. Brauchst Mahlzeit. Frage, wer da oben in den Bergen arbeitet, ne? Aber kann ja schon sein. Also, werden wir ja später sehen. Bei Milchbauern oder so. Weil ab 17 Uhr ist ja wieder offen und dann werden wir einmal kontrollieren, was sie da gemacht haben. Ja. Ob sich das gelohnt hat. Ja. Gibt's lecker Brot mit ein bisschen Aufstrich. Boah, so. Da hast du aber eingekauft. Und eine Orangina können wir uns noch gönnen. Ja, den Stinkekäse muss ich auch leer machen. Oh ja, bitte. Die Tafel ist reichlich gedeckt. Sehr geil. So, jetzt fehlt uns nur noch ein Brettchen und ein Messer. Pause ist beendet. Wir sind auf der gesperrten, nicht mehr gesperrten Straße unterwegs. Und jetzt gucken wir mal, was uns erwartet. Bisher ist befestigter Weg. Aber wir haben auch nur 13 Kilometer vor uns. Also schauen wir mal, ob es noch in eine Schotterpiste übergeht. Mal, da machen sie die Straße neu. Jetzt wissen wir auch den Grund für die Sperrung. Hier liegt überall Schotter schon aus und da standen gerade ziemlich viele LKWs und so. Die schaffen da, wo wir Urlaub machen. Sau geil, ey. Ja, bei dem Ausblick arbeiten. Gar nicht so verkehrt, ne? Hat was, ne? Ja. Das
Internet ist ziemlich schlecht. Wir hätten eine Offline-Karte runterladen sollen. Das war ziemlich dumm von uns. Wir sind immer top vorbereitet. Gucken wir mal, dass wir uns so zurechtfinden. Zwischendurch hat man immer mal wieder ein bisschen Internet. Und jetzt hoffen wir, dass wir den Standort finden. Das macht so Bock, ne? Man guckt dir mal die Strecke an, so ein paar Steine, die da rausstehen. Ganz viel gegengucken. Alter, machst nichts kaputt an der Möhre, einfach nur Spaß haben. Schön. Das ist haben balsam. Wir ja nichts, Schotterpiste doch noch gefunden. Ey, das ist doch geil, oder? Ja. Guck mal da drüben. Da steht ein Sandlover. Boah, das ist richtig geil hier. Also da hat die Katja mal wieder wirklich brutal was rausgesucht. Nicht schlecht, Herr. Oh, da vorne ist wild, wieder hoch. Boah, Junge, das macht so Laune. Wenn ihr den Platz auch so schön findet, dann direkt mal einen Daumen hoch lassen hier. Und Abo. Dann verabschieden wir uns an der Stelle, genießen hier ein bisschen die Zeit und dann nehmen wir euch bald wieder mit. Und immer dran denken, Leute, willst du Overland reisen, muss Treibstoff durchs alte Eisen.